Ausgangspunkt von Schloss Biebrich war ein schmuckes Gartenhäuschen. Es entstand 1701 in einem Lustgarten am Rhein in Biebrich, damals noch ein Fischerdörfchen. In dieser Zeit schuf sich der Adel ländliche Rückzugsorte vom höfischen Leben. Das waren die Auftraggeber. Das Fürstenpaar Georg August Samuel von Nassau-Idstein und seine Gemahlin Henriette Dorothea aus dem Hause Oettingen. Als Gegenstück zu diesem späteren Westpavillon entsteht der Ostpavillon. Und 1707 beauftragt Fürst Georg August den Architekten Maximilian von Welsch mit dieser mächtigen Rotunde als Mittelbau. Von Welsch entwarf einen Festraum mit universellem Anspruch. Ein Grottensaal sollte die Sphäre der erdverbundenen dunklen Mächte widerspiegeln, der Festsaal die Sphäre der Menschen und die Kuppel die Sphäre des Göttlichen, die der Mensch erreichen will. Diese Kuppel zeigt die Aufnahme des Helden Aeneas in den göttlichen Olymp, ein Gemälde von Colomba. Fürst Georg August identifizierte sich mit Aeneas, denn wie Aeneas von seinen Irrfahrten kam er erfolgreich von der Belagerung Wiens zurück und wie Aeneas in den Olymp, so wurde er in den Fürstenstand erhoben. Du siehst wieder Fuß im Tod, entscheidest.